Heute ist Montag, es ist wieder einmal allerhöchste Zeit für die Montagsfrage und die lautet: Was unterscheidet die heutige Montagsfrage von allen Montagsfragen, die seit Einführung der Montagsfrage hier auf WDR 2 gesendet wurden? Na, Sie hören es doch. Es liegt Musik drunter. Ist Ihnen jetzt gar nicht aufgefallen? Na, dann gehören Sie wahrscheinlich zu den Menschen, deren Gehörgänge bereits durch die permanente Beschallung mit irgendwelchem musikalischen Gedudel völlig verstopft sind. Es ist aber auch wirklich die akustische Hölle. Egal, wo wir uns aufhalten, überall werden wir berieselt mit Musik. Im Kaufhaus, in der Kneipe, im Fahrstuhl. Ja, selbst auf dem allerletzten Autobahn-Pissoir plärrt irgendeine Doofmannsmucke, die im schlimmsten Fall noch angereichert wird mit überflüssigen Durchsagen Marke: Willkommen bei Sunnyfair. Unsere Mitarbeiter tun alles, um Ihnen den Aufenthalt in unseren Räumlichkeiten so angenehm wie möglich zu gestalten. Ja, und warum zum Teufel schalten Sie dann nicht diese dämliche Musik ab? Weil dann plötzlich Stille wäre. Und die scheint der moderne Mensch einfach nicht mehr aushalten zu können. Da entsteht dann plötzlich so eine bedrückende Leere, da verfinstert sich das Gemüt und es kommt schlechte Laune auf. Gut, ob einer jetzt beim Verrichten seiner Notdurft gut oder schlecht drauf ist, das tut bei dieser speziellen Art der Verrichtung nicht viel zur Sache. Aber schon im Kaufhaus spielt die Gemütslage der Kunden eine ganz entscheidende Rolle. Und deshalb wird diese Gemütslage nach allen Regeln der Beschallungskunst möglichst positiv beeinflusst. Das heißt, es klimpert und fiedelt in allen Abteilungen. Und zwar abgestimmt auf die angebotenen Waren. In der Kosmetikabteilung esoterische Meditationsklänge aus Fernost, in der Herrenoberbekleidung schon mal eher einen dezenten Marschrhythmus und bei den Spielwaren das lustige Schnie-Schna-Schnappi der musizierenden Gummikrokodile. Allerdings nie zu laut und nicht zu aufdringlich. Schließlich soll der Kunde ja nicht allzu sehr abgelenkt werden von seiner eigentlichen Bestimmung, dem Konsumieren. Dann bleibt die Musik eher im Hintergrund. Es sei denn, Sie betreten eine Boutique mit sogenannter junger Mode. Da hämmern die Bässe und krachen die Stromgitarren in einer Lautstärke, die dazu führt, dass sich Kunden und Verkaufspersonal nur noch in der Zeichensprache miteinander verständigen können. Da liegt die Musik dann eher drüber als drunter. Apropos, ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass inzwischen auch im Fernsehen immer mehr Musik drunter gelegt wird? Also jetzt nicht nur in Filmen oder Werbespots, sondern auch in den Nachrichten und politischen Magazinen. Bei den Börsenberichten läuft Money von Pink Floyd. Während einer Reportage über die Hungersnöte am Horn von Afrika spielt im Off das Lied vom Tod. Und zu den Bildern eines Wirbelsturms im Pazifik singt Bob Dylan »The answer is blowing in the wind«. Übrigens, die Nummer, die unter den vergangenen 2,5 Minuten lag, war von Miles Davis. »So what?« Auf Deutsch, was soll's? Hatte aber mit dem Inhalt des Beitrags nicht das Geringste zu tun. Hauptsache Musik.